Hallo, herzlich willkommen bei Reza, Persisch kochen. Und heute ist Kadu Halwai, Choroshe Kadu Halwai. Kadu Halwai, das bedeutet Kürbis. Ich mache die Soße vegetarisch, aber man kann Hackbällchen oder Hähnchen dazu. Und ich brauche für meine Gäste Hackbällchen. Dadurch habe ich Hackfleisch. Also, ich brauche das bisschen gelbe Linsen, das bedeutet von 100 Gramm bis 250 Gramm, je nachdem, was ihr mag. Dann habe ich Koriander, ein bunte, paar Tomaten, je nachdem. Ein Paket habe ich so ungefähr 150 bis 250 Aprikosen, je nachdem, was ihr möchtet. Dann habe ich ein Teelöffel Zimt, ein Teelöffel Kurkuma, ein Teelöffel Salz, bisschen Tomatenmark, paar Kardamom, die ich werde zu Pulver machen, und dann habe ich ein paar Nelken. Zwiebeln musste nicht fehlen, das bedeutet zwei oder mehr oder eins, je nachdem, was ihr möchtet, und ein paar Knoblauchzehen. Natürlich Pfeffer und Öl brauche ich dazu. Und zuallererst fange ich an mit meine gelben Linsen, die paar Mal wasche ich unter kaltem Wasser, dann eine halbe Stunde liegen lassen und danach werde ich in einen Topf einfach kochen und ihn in die Ecke bereitstellen. Also zuerst habe ich meine Koriander ein bisschen gehackt, Zwiebel in kleine Würfel gemacht, habe ich hier den Kardamom im Moser ein bisschen zerdrückt. Mit Kapsel kann man auch reintun, aber das ist besser nicht. Das manche finden nicht angenehm bei Essen, aber ich finde es auch sehr gut und besser ist immer gemahlen. Und habe ich den Knoblauch auch. Und übrigens ein Limette brauche ich entsäften zum Schluss zum Aroma. Zuerst kommt Zwiebeln in der Öl und dann fangen wir an. Okay, gebe ich jetzt die Kardamom rein. Dann kommen die Tomatenmark. Nach dem Tomatenmark kommt der Zimt und Kurkuma und Salz und zum Schluss Koriander. Ja, Koriander. Und dann lösche ich mit dem Wasser. Also, dass die so lange die Soße kocht, die so allein selber so lecker ist, habe ich die Kürbis enthüllt. Das heißt, die ganze Kerne und alles ein bisschen glatt gemacht. Und in kleine Würfel machen und lasse ich in der Ecke und danach komme in die Soße. Danach gehe ich zum Tomaten. Tomaten werde ich belangieren, das bedeutet, mache ich eine Kreuz und dann in heißes Wasser und dann wird entschält. Okay. Also ich habe so viel Kürbis, natürlich für 10 bis 15 Leute koche ich nicht, für 1 und 2 Leute. Und dadurch ist Sachen Mengen als normalerweise. Für 1-2 Personen vielleicht brauche ich 2 Tomaten, ich brauche mehr. Kürbis und Aprikose und gelbe Linsen, sowieso ganze Paket. Und so weiter und so fort. So, habe ich gesagt, belangieren. Das bedeutet, mache ich eine Kreuz in Tomaten und in heißes Wasser einfach. Und ein paar Minuten einfach warte ich. Meine Soße vegetarisch und das wird schon. Okay, sieht man schon, die Schale gehen ab und jetzt gieße ich unter kaltes Wasser und danach nehme ich die Schale weg. Guckt ihr, wie schön die Schale geht einfach ab. Braucht man gar nichts machen. Wunderbar, so. Fertig. Fertig. Also, jetzt in die Soße kommt zuerst die Kürbis. Wie
gesagt, ich habe für 10 Leute und deswegen ist mehr Kürbis. Aber wenn. Und lasse ich etwas kochen. Danach kommen Tomaten, dann kommt Aprikose, weil wir brauchen sehr wenig Zeit. Und gelbe Linsen, wenn gekocht ist, kommt zum Schluss da drin. Limettensaft auch werde ich pressen. Okay, das war's. Also für Hackbällchen brauche ich 1 bis 2 große Zwiebeln. Die hier wird fein gerieben. Und Koriander habe ich gehackt. Dann brauche ich 1 Teelöffel Zimt, 1 Teelöffel Kurkuma, 1 Teelöffel schwarze Pfeffer und Salz, je nach dem Bedarf, was ihr möchtet. Und alles werde ich hier mit Hand kneten. Also die Zwiebeln sollte so fein sein. Und dann kommt die Hack rein. Dann kommt die Koriander rein und dann meine Gewürze und dann knete ich mit Hand. Also jetzt bereite ich meine Hack. Seht ihr, braucht man keine Ei, keine Mehl, nichts. Die Linsen wird gleich fertig. Reis habe ich 24 Stunden vorher dreimal gewaschen und liegen lassen. Das ist der andere Reis. Gut. So, heute habe ich euch nicht erzählt, wie man Reis kocht, weil es einen anderen Film gibt. Also unsere Horoshe Kadu Halwai sieht so aus, mit Hack oder Hähnchen oder als vegetarisch. Die Soße war vegetarisch, habe ich nur Hack darauf gelegt. Und das ist unser Safranreis mit dem Beberitz.